Ein anderer Look und bisher ungewohnte Elektrobeats. Tom Neuwirth meldet sich mit einer neuen Kunstfigur Wurst und dem Album Truth Over Magnitude zurück. Sein alter Ego Conchita, mit dem er vor 5 Jahren für Österreich den Eurovision Song Contest gewonnen hat, soll dem neuen Projekt Platz machen. Ganz aufgeben will Neuwirth die Diva aber nicht. Conchita ist glamourös und es sind die großen Balladen und hin und her. Und Wurst ist halt derber, körperlicher und elektronischer. Und das bin ich halt auch alles. Also ich kann eine Diva sein, aber ich kann halt auch bis 8 in der Früh auf einer Bar tanzen. In den Texten auf Truth Over Magnitude setzt sich der Steirer vor allem mit seiner Vergangenheit auseinander. Ich hab eine Reise zu mir begonnen und fühle mich mir so nahe wie noch nie zuvor. Und ich glaube, um das behaupten zu können, muss man sich einfach extrem gut kennen. Und ich habe mich in den letzten Jahren gut kennengelernt, weil ich musste. Und da habe ich nicht nur schöne Sachen über mich erfahren. Mit dieser künstlerischen Weiterentwicklung stellt Tom Neuwirth sein breites musikalisches Spektrum und seine Wandlungsfähigkeit ein weiteres Mal unter Beweis. Fans von Conchitas pompösen Auftritten werden jetzt mit Wursts fetzigem Electronic Sound konfrontiert. Der Musiker sieht diesen radikalen Schnitt in seiner künstlerischen Arbeit aber pragmatisch. Es geht mir darum, mich zu verwirklichen, unabhängig davon, ob es jetzt glitzert oder nicht und unabhängig davon, ob es jetzt ein Mördererfolg ist oder nicht. Also ich bin natürlich auch in der privilegierten Situation, sagen zu können, hey, ich mache das für mich und ich freue mich über alle, die mitgehen, aber wenn nicht, dann nicht. Auf der Bühne sollen Neuwirths Musikprojekte klar getrennt auftreten. Eine Wursttour soll in Kürze angekündigt werden. Truth Over Magnitude ist bei Sony Music erschienen. Das war's für heute. Am Ende der Sendung